Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und heute geht es um Lumina 4. Was ist mit diesem Programm eigentlich möglich? Die ersten Versionen sind jetzt für die Vorbesteller rausgeschickt worden. Offiziell kommt es am Montag, dem 18. November raus. Ich habe hier die Version schon da und möchte mit dir einfach mal so ein komplettes Bild bearbeiten und dir dabei zeigen, was mit diesem Programm alles möglich ist. Und gleich vorweg, es gibt kein Sky Replacement, also wir werden keinen Himmel ersetzen oder sowas. Natürlich wird damit viel geworben, aber darum geht es mir hier eigentlich jetzt erstmal nicht, sondern es geht mir darum, was wir mit dem Programm eigentlich so machen können. Und das möchte ich dir in diesem Video mal zeigen. Und von daher wünsche ich dir dabei ganz viel Spaß. Kleine Info noch nebenbei, wenn du sowieso Lumina-User bist oder dir das Programm kaufen möchtest, dann kannst du unter anderem erstmal unten in der Videobeschreibung gucken. Da gibt es den Link, wo du das ganze Programm kaufen kannst. Und es wird am Sonntagabend ein Release geben mit einem neuen Videotraining zum Thema Lumina 4. Also pünktlich zum Verkaufsstart wird es dieses Videotraining von mir geben. Du kannst einfach mal schauen in meinem Online-Store. Dann ab Sonntagabend ist es online. Wird am Anfang auch ein kleines bisschen günstiger sein zum Einführungspreis. Und es wird noch ein paar Specials mit dazu geben. So viel nur vorweg. Ansonsten kannst du auch gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen. Stefan Schäfer 90 heiße ich dort. Ich möchte bis zum Jahresende die 10.000 knacken. Mal schauen, ob ich das schaffen kann. Im Moment sieht es ganz gut aus, so wie der Kanal wächst. Ich hoffe, ihr unterstützt mich da weiterhin. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Video zum Thema Lumina 4. Das ist jetzt hier mal der Ordner mit den ganzen Fotos, die ich in Bayern gemacht habe auf meinem Fototrip. Wie gesagt, November 2019. Ich habe hier insgesamt 304 Fotos drin. Das erste hier sind ein paar Drohnenfotos vom Eibsee. Auch sehr, sehr geil. Die muss ich auf jeden Fall auch noch bearbeiten. Und die wirst du dann auch auf meinem Instagram-Kanal sehen, sobald sie online sind. Also da, wie gesagt, auf jeden Fall mal vorbeischauen. So, ich gehe jetzt hier aber mal ein bisschen weiter nach unten, denn ich habe natürlich auch mit meiner normalen Kamera fotografiert und das ist jetzt hier so die Standardansicht vom Eibsee. Wenn du auf meinem Instagram-Profil übrigens schon mal warst, dann hast du vielleicht schon dieses Bild hier gesehen. Das habe ich da bearbeitet und auch schon hochgeladen. Mal so ein bisschen andere Ansicht, damit man nicht immer nur die Standardansicht vom Eibsee sieht. Aber jetzt hier für dieses Video habe ich mir gedacht, nehmen wir mal dieses Bild hier. Ich habe hier so ein paar Bilder gemacht. Ich hatte hier mal noch so einen anderen Fotografen im Vordergrund. Hier auf dem Bild ist der einigermaßen aus dem Bild raus. Hier haben wir nur so ein kleines bisschen hier die Stativplatte zu sehen, aber das können wir gleich noch so ein bisschen rausschneiden. Und ich dachte mir, dass wir dieses Bild jetzt einfach mal hier in dem neuen Lumina 4 gemeinsam bearbeiten. Das ist jetzt hier die RAW-Datei. Und das Erste, was ich machen möchte, ist hier das unten so ein bisschen wegschneiden. Ich denke mal, ich will hier so auf so ein 4:5 Format gehen. Von daher gehe ich jetzt hier einfach mal in die Arbeitsfläche rein. Und hier habe ich meine Werkzeuge zum Zuschneiden und Rotieren. Da klicke ich jetzt einmal rauf. Und dann kann ich hier einmal auf dieses Schlosssymbol klicken und damit das Seitenverhältnis einstellen. Und ich wähle jetzt hier ein 4:5 Format. Das ist jetzt genau dieses Instagram-Format, was ich gerne haben möchte. Ich gucke jetzt, dass ich hier unten, wie gesagt, das Stativ rausschneide. Und hier oben möchte ich schon noch auf der rechten und linken Seite jeweils so ein bisschen diese Äste mit drin haben. Einfach, weil es so ein bisschen dreidimensionaler wirkt. Auf der anderen Seite haben wir dann hier auch so einen natürlichen Rahmen in dem Bild drin. Ich möchte aber nicht, dass jetzt hier das Ganze so ganz bisschen drin ist. Deswegen werde ich das Ganze jetzt hier genau so anschneiden, dass es hier unten passt. Und dass es hier oben dann auch nicht zu viele Äste in dem Bild sind. Ich denke mal, so passt es ganz gut. Von der Drehung her müsste das eigentlich, vom Horizont her müsste das eigentlich passen. Vielleicht so ein ganz kleines bisschen mal andrehen hier noch. Jetzt ist es aber wirklich komplett gerade. Und wenn ich damit zufrieden bin, klicke ich hier einmal auf Fertig. Und das Bild ist entsprechend zugeschnitten. So, das reicht mir eigentlich schon. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz hier rein, ob wir hier irgendwo noch Sensorflecken oder sowas haben. Im Moment sieht es aber nicht so aus. Ansonsten gehe ich hier nachher nochmal rein und klone das nochmal so ein bisschen raus, aber bisher sieht das eigentlich ganz gut aus. Die automatische Verzerrungskorrektur bringe ich hier mit rein. Chromatische Aberration entferne ich noch. Und dann sollte das eigentlich passen. Okay. So, dann gehe ich jetzt hier mal rein in die wesentlichen Filter, also hier der Ordner Wesentliches. Da werde ich als erstes mal hier in den Helligkeitsfilter reingehen, so ein kleines bisschen Helligkeit hier noch mit reinbringen, so 0,1. Dann haben wir hier den intelligenten Kontrast, finde ich sehr, sehr schön, weil dieser Kontrast so ein bisschen bemerkt, wo in dem Bild schon sehr viel Kontrast drin ist. Da wird er so ein bisschen weniger angewandt und dort, wo noch viel Kontrast benötigt wird,
da kommt auch mehr Kontrast entsprechend rein. Also der Filter gefällt mir echt ganz gut. Steht zwar nicht AI oder irgendwas davor, aber intelligenter Kontrast eben. Von daher merkt man da auch so ein bisschen, dass da so ein bisschen diese KI mitspielt. Wobei KI vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber Lumina analysiert diese Bilder halt sehr, sehr gut und maskiert diese auch sehr, sehr gut automatisch für uns. Ein bisschen Schatten nehmen wir hier auch noch so ein bisschen mit nach unten. So minus 15 ungefähr. Das sieht gut aus. Und jetzt können wir hier noch unsere Weiß- und Schwarztöne einstellen. Ich denke mal, dass wir hier so ein bisschen die Schwarztöne noch nach unten packen. Die Weißtöne, ja, die können wir eigentlich so lassen. Und jetzt haben wir hier unten noch unsere Gradationskurve. Da gehe ich jetzt hier mal in die Blauwerte rein und werde jetzt hier mal so die Blauwerte in den Tiefen bzw. in den Schatten noch so ein bisschen anheben. Und dann kontere ich das Ganze hier so ein bisschen, indem ich jetzt hier nochmal einen Punkt setze. Ja, das gefällt mir ganz gut. Jetzt haben wir so ein bisschen mehr Blauwerte hier unten in den Schatten drin. Das mag ich ganz gerne. Okay, achso, wir können vielleicht insgesamt noch die Farbtemperatur hier so ein bisschen kühler machen. Ja, also ich mag das Bild eigentlich eher ein bisschen, wenn es so ein bisschen kühler ist. Wir werden nachher noch so ein bisschen Wärme wieder mit reinbringen, also keine Sorge. Aber ich denke mal, die insgesamte Farbtemperatur hier passt eigentlich so ganz gut, wenn es ein bisschen kühler ist. So, dann gehen wir hier in den AI Enhancer rein und den Accent AI Filter hier, den kann man super anwenden. Wenn man ihn zu doll anwendet, natürlich, dann ist das auch wieder viel zu viel. Aber ich denke mal hier so zwischen 40 und 45, na, packen wir ihn mal auf 40, sieht das Ganze ganz gut aus. Der passt halt automatisch so ein bisschen die Helligkeiten, die Kontraste und die Farbigkeiten in dem Bild nochmal an, was mir echt sehr gut gefällt. Wenn wir jetzt hier mal Vorher-Nachher-Vergleich machen, sieht das doch schon echt ganz gut aus. So, und dann haben wir auch noch den Sky Enhancer. Den persönlich würde ich jetzt hier gar nicht mit reinbringen, weil mir das Blau hier in dem Himmel so schon vollkommen ausreicht eigentlich. Also das passt eigentlich soweit ganz gut. Da würde ich sogar fast sagen, dass wir hier mit einer Verlaufsmaske arbeiten und diesen Accent AI Filter auch nur in den unteren Bildbereich hier mit reinbringen und den oberen Bildbereich, also den Himmel hier davon so ein bisschen ausschließen. Deswegen packen wir den einfach mal so hin. Ja, ich denke mal, das passt ganz gut soweit. Okay, dann klicke ich einmal auf Fertig und dann habe ich hier, wie gesagt, den Accent AI Filter auch wirklich nur hier unten in die Landschaft mit reingebracht. Sieht man auch ganz gut jetzt hier bei dem AI Enhancer hier, dass wir jetzt hier eine Maske mit dabei haben. Dann gehe ich weiter runter, AI Structure, auch hier Struktur, kann so ein bisschen ins Bild kommen. Heißt auch wieder AI, weil das Ganze automatisch maskiert wird. Da wird wieder analysiert, wo brauchen wir eigentlich Struktur im Bild. Im Himmel nicht so sehr, dafür mehr hier im Vordergrund und entsprechend sieht das Ganze so auch wesentlich besser aus. Aber auch hier kann man natürlich dann trotzdem nochmal, wenn es einem trotzdem noch zu viel ist im Himmel, nochmal eine Verlaufsmaske ziehen und das Ganze auch wieder nur hier in den Vordergrund packen. Na, von der Stärke mal ein bisschen gucken, vielleicht noch ein bisschen mehr. Also 45%. Damit bin ich auch ganz zufrieden und dann klicke ich hier wieder auf Fertig. So, jetzt gehen wir in die Farbe rein und hier in den erweiterten Einstellungen haben wir quasi unsere HSL-Tabelle. Ich würde jetzt erstmal sagen, dass wir hier so ein kleines bisschen den Farbstich entfernen. Also das Ganze ist ein bisschen zu bläulich geworden, kann man hier mit dem Farbstich so ein bisschen entfernen. Und dann können wir jetzt hier unsere einzelnen Farbwerte noch so ein bisschen verändern. Hier den Farbton von den Blauwerten will ich so ein kleines bisschen mehr Richtung Türkis verschieben. Nicht zu viel, aber so ein bisschen. Genauso die Grüntöne, die kann man auch noch so ein bisschen weiter Richtung Gelb schieben, weil wir hier schöne Herbsttonwerte drin haben wollen. Das sieht so eigentlich ziemlich gut aus. Perfekt. Vielleicht nehmen wir noch so ein bisschen die Luminanz von den Grünwerten hier runter, die Sättigung noch so ein bisschen runter. Na, vielleicht schieben wir dafür die Luminanz ein bisschen weiter nach oben. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und genauso in den Gelbwerten können wir auch die Luminanz noch ein bisschen weiter nach oben schieben. Perfekt. Für die Sättigung ein kleines bisschen raus. So gefällt mir das gut. Und dann gehen wir weiter nach unten hier in die Detailverbesserung. Denn hier können wir unser Bild noch so ein bisschen schärfen. Übrigens, wenn du hier diese Regler hier unten nicht siehst, dann klick hier einfach immer mal auf erweiterte Einstellungen. Dann kann man hier das Ganze noch entsprechend so ein bisschen anpassen. Ich gehe jetzt mal hier zu 100% in das Bild hinein. Und jetzt kann ich mich besser beurteilen, wie hier die Schärfe in dem Bild sitzt. Und jetzt kann ich das Ganze hier noch so entsprechend so ein bisschen nachschärfen. Ich denke mal hier so ein 40% ungefähr und hier unten kann man das Ganze auch noch maskieren, ähnlich wie man das auch zum Beispiel aus Lightroom kennt. So, gefällt mir gut. Lassen wir so. Dann ist die Detailverbesserung auch fertig und jetzt gehen wir hier noch in den Landscape Enhancer rein. Hier kann ich noch so ein bisschen Dunst entfernen mit reinbringen in das Bild.
Das gefällt mir auch mal sehr gut. Und Goldene Stunde. Und das ist jetzt nämlich der Filter, wo wir hier wieder so ein bisschen Wärme mit reinbringen. Goldene Stunde basiert auch wieder so ein bisschen darauf, dass Luminar hier automatisch erkennt, wo muss ich diesen Filter überhaupt anwenden. Das heißt, hier wird nicht ein kompletter Fotofilter über das gesamte Bild gelegt, sondern da, wo wir auch ja so ein bisschen die Sonne scheinen haben, wo das Bild ein bisschen heller ist, da wird dann entsprechend das Bild auch so ein bisschen noch wärmer gemacht. Und das gefällt mir hier richtig gut. Es war ja Sonnenaufgang, goldene Stunde quasi, und da kann man das Ganze hier noch so ein bisschen mit reinbringen. Und dann haben wir hier noch den Grünverbesserungsfilter. Wenn ich den nach oben drehe, dann wird das Ganze hier erstmal extrem gesättigt in den Grünwerten. Will ich nicht zu doll haben, so 15% bis 20% ungefähr, maximal, ja, eher 15. Und jetzt kann ich hier noch die Laubfarbe verändern. Jetzt kann ich hier also die Farbe von dem Grün noch so ein bisschen verändern. Entweder so ein bisschen weiter Richtung Blau, Türkis, oder so ein bisschen weiter Richtung Gelb. Und da es Herbstfarben sind, will ich die schön Richtung Gelb ziehen hier. Dann gefällt mir auch dieser Busch hier im Vordergrund wesentlich besser und hier auch die Bäume. Also jetzt wirkt das Ganze schon relativ stimmig. Wenn ich jetzt hier mal so einen Vorher-Nachher-Vergleich mache, Vorher-Nachher, da haben wir auf jeden Fall schon eine ganze Menge aus diesem Bild herausgeholt. Eine kleine Vignette will ich auch noch mit dazugeben. Hier ist die Übersetzung noch nicht ganz richtig. Thema auswählen. Also hier kann man quasi den Mittelpunkt der Vignette setzen. Den setze ich hier einfach mal so in den Mittelpunkt von dem Bild und dann kann ich hier die Stärke nach unten schieben und dann kriegen wir hier eine schöne Vignette ins Bild rein. Nicht zu viel. Aber man muss hier deutlich mehr drehen als bei Lightroom, wie ich finde, damit man hier die Vignette so sichtbar bekommt. Minus 45 ungefähr passt ganz gut. Ein bisschen weiche Kante noch rein, von 25% ungefähr. Und ich denke mal, das passt so richtig gut. So, und dann mache ich das Ganze hier mal wieder zu und dann gehen wir mal hier noch in den Kreativordner rein. Hier möchte ich nämlich noch die Sonnenstrahlen so ein bisschen haben. Also hier der Sonnenstrahlenfilter. Damit kann ich jetzt hier ein Sonnenzentrum platzieren. Das platziere ich nämlich jetzt erstmal hier, wo die Sonne auch wirklich war. Und ich möchte hier noch so ein bisschen die Sonnenstrahlen betonen. Wenn ich jetzt hier die Stärke nach oben drehe, dann kommen hier nämlich diese Sonnenstrahlen rein. Sieht erstmal ein bisschen komisch aus. Ich will das auch nicht zu doll machen. Aber ich packe es am Anfang mal ein bisschen doller rein, damit man erstmal den Effekt überhaupt sieht. 50%. Dann kann man hier den Gesamteindruck noch so ein bisschen verschieben. Will ich eher so ein bisschen heller haben noch. Länge der Sonnenstrahlen kann man auch noch ein bisschen verlängern hier, finde ich, in dem Bild. Und die Penetration der Sonnenstrahlen kann man auch noch so ein kleines bisschen nach oben setzen. Anzahl der Sonnenstrahlen ist vollkommen okay. Das Schöne ist jetzt, wenn ich jetzt hier die Sonne nämlich verschiebe, dann wird das Ganze hier auch wieder automatisch erkannt, wo die Sonne sich gerade befindet. Also zum Beispiel hinter den Bäumen. Dann verschwinden hier die Sonnenstrahlen im Vordergrund so ein bisschen. Ja, siehst du das? Und wenn ich die jetzt weiter nach oben ziehe, dann kommen die Sonnenstrahlen hier zurück. Auch hier wieder schöne, intelligente Funktion, wie ich finde, lässt das Ganze natürlich wesentlich realistischer wirken. Und wenn ich die jetzt hier so ein bisschen aus dem Bild rausziehe, dann kriegen wir die Sonnenstrahlen auch wirklich dorthin, wo wir sie brauchen. Das gefällt mir gut. Jetzt kann man hier noch den Sonnenradius ein bisschen größer machen und auch den Leuchtradius und die Lichtmenge, wobei das passt eigentlich soweit alles. Und jetzt kann ich hier noch die Sonnenwärme so ein bisschen einstellen und auch die Wärme der Sonnenstrahlen. Ja, wenn ich das jetzt hier mal sehr stark nach oben ziehe, dann siehst du, wie das hier ja, sehr stark wird. So stark möchte ich es gar nicht haben. Aber so auf 45 ungefähr, so ein bisschen wärmer das Ganze, dann passt das ganz gut. Wo es mir jetzt nicht so gut gefällt, ist hier oben. Denn diese Äste hier, die sollten eigentlich nicht von der Sonne getroffen werden, wenn die Sonne da hinten ist. Vor allem nicht von der Seite. Deswegen werde ich jetzt hier auch wieder die Maske nehmen und eine kleine Verlaufsmaske aufziehen. Und alles, was jetzt hier drüber ist, davon quasi ausblenden. Ziehen wir jetzt hier so ein bisschen rein und dann haben wir tatsächlich auch nur noch die Sonnenstrahlen dort, wo wir sie benötigen und nicht mehr hier oben in den Ästen drin. Kurzes Vorher-Nachher, so sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Gefällt mir richtig gut, vielleicht ein bisschen viel. Nehmen wir das Ganze mal so ein bisschen hier zurück. So auf 35 die Stärke. Ja, gefällt mir deutlich besser. Gefällt mir deutlich besser und damit haben wir jetzt hier auch die Sonnenstrahlen gut mit im Bild drin. So einen kleinen Matt-Look möchte ich noch mit dazugeben, aber wirklich nur so einen kleinen. Matt-Look bedeutet hier, dass wir schön unsere Schwarzwerte crashen hier. Das möchte ich nicht zu doll machen, aber so ein bisschen, 15% ungefähr. Kontrast kann auch ein bisschen nach oben gebracht werden dafür. Und die Sättigung ist eigentlich okay, aber ich möchte jetzt hier noch so eine kleine Einfärbung haben. Da werde ich jetzt hier nochmal so in die Blautöne reingehen und dann auch die Range nochmal so ein bisschen nach oben ziehen. Dann siehst du hier, wie das ganze Bild nochmal so ein bisschen bläulicher wird. Will ich nicht zu doll machen, aber so ungefähr 15%. Und ein bisschen mehr Lebendigkeit kann auch noch ins Bild. So, so gefällt mir das richtig gut. Vorher, nachher, vorher, nachher. Und ich finde, jetzt haben wir eine ganze Menge aus dem Bild rausgeholt. Ist sehr gesättigt jetzt inzwischen das Bild, aber für meinen Geschmack echt gut.
Ich bearbeite auch gerne das Ganze ein bisschen entsättigter, aber ich glaube, hier in dem Bild passt es echt ganz gut, wenn wir das schön gesättigt hier mit drin haben. Den letzten Filter, den ich anwenden will, den finden wir hier unter den Pro-Filtern und das ist der erweiterte Kontrast. Hier kann ich nämlich nochmal die Kontraste hervorheben, sowohl in den hellen Bildbereichen, als auch in den Mitteltönen, als auch in den Schatten. Und hier werde ich erstmal die hellen Bildbereiche so ein bisschen einstellen und dann kann ich hier mal noch die Balance ein bisschen einstellen. Soll das Ganze heller werden oder dunkler? Ich denke mal, hier lasse ich die Balance mal so ungefähr. Und ganz wichtig sind mir hier die Mitteltöne. Die mache ich so ein bisschen dunkler. Jetzt ist mir das Bild tatsächlich zu sehr gesättigt, deswegen würde ich jetzt nochmal zurückgehen hier in Wesentliches, nochmal in die Farbe rein und jetzt hier tatsächlich die Sättigung mal so ein bisschen rausdrehen, so minus 10 ungefähr, das ist fast noch ein bisschen wenig, machen wir mal minus 15 und dann haben wir hier wieder einen guten Wert, weil ansonsten ist das Bild zu gesättigt und das sieht dann halt auch nicht mehr gut aus. Also jetzt nochmal vorher, nachher, perfekt. So würde ich das Bild tatsächlich lassen und ich denke mal, dass wir jetzt hier ein echt schönes Ergebnis rausbekommen haben. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen hast, einfach unten in die Kommentare damit. Wie gesagt, wenn du Lumina 4 kaufen möchtest, unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Das ist ein Affiliate-Link, als kleine Info noch nebenbei. Und wie gesagt, auch am Sonntagabend kommt das Videotraining zum Thema Lumina 4 von mir raus auf meinem Online-Store. Da kannst du auch nochmal vorbeischauen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!